Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Wir machen heute weiter mit der Landskronbrauerei aus Görlitz und zwar mit dem naturtrüben Weizen. Angegeben wird spritzig und fruchtig. Was haben wir drin? Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz und Hopfen. Kein Hopfenextrakt. Daumen schon mal hoch an die Jungs und Mädels da aus der Brauerei. Sehr gut. Und der ganze Spaß hat 5,5% Umdrehungen. Ein Weizen also mal wieder. Ne? Ist ja schon ein bisschen länger her, ne? Wo wir letzte Weizen getrunken haben. Und da wird sich jetzt vielleicht unser Andrew, ne? Gruß geht mal raus an der Stelle, vielleicht freuen, weil er ist ja auch so ein Weißbier-Weizen-Liebhaber. Ne? Testet sich zwar auch ein bisschen gerade aktuell durch die Hellen durch, aber ich konnte ihn schon das ein oder andere Weizen hier, glaube ich, schmackhaft machen, wie ich weiß. Und aus diesem Grund kommen nicht so lange schnacken, Koppelnacken, ne? Und dann machen wir mal auf hier. Jetzt gleich im Weizen, Freunde. Joho, freue ich mich. So, Kapsel ist bedruckt. Ja, immer ein Genuss. Also die letzten, die wir hatten da aus der Brauerei, die waren tatsächlich alle recht lecker. Also, ne, gestern hatten wir Maiböckchen gehabt, statt ging gut runter. Ja, lassen wir mal laufen. Link. Hab aber auch schon wieder ein Bierdurst hier, Freunde, ne? So, schenk mal. Oh, das läuft aber geschmeidig da hinein. Mann, was ist denn das für eine Farbe? So, ein bisschen dynamischer. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch die Hefe da mal mit rausholen. Das ist ja so schon trüb. Mal schauen, ob wir heute so eine Hefespirale hinbekommen. Das ist ja immer ein Krampf bei mir, ne? Mit dem Einschank hier auch. Aber sieht gut aus. So, jetzt haben wir erstmal schön die Hefe daraus gerührt. Und so, schön noch mal ein bisschen drehen auch. So. So. Und haben wir es hinbekommen? Naja, so einigermaßen würde ich sagen. So, was ist denn das? Ja, ist ein Bier. Gibt sich erstmal als Weißbier zu erkennen. 1, 2, 3, also mal locker 3 Finger breite Blume. Die ist fein bis mittelporig. Ich würde sagen cremeweiß, kaum Luftbläschen drauf und mit geschultem Auge. Das erkennt man. 90 Sekunden Standard kriegen wir locker hin. Also von daher alles richtig gemacht. So sollte das sein. So, dann wollen wir uns mal unser Kunstwerk hier angucken. Was haben wir denn da Schönes? Ja, erstmal 100%ig blickdicht. So soll das sein. Hefe ist angegeben. Hefe ist drin. Dementsprechend auch ein schöner, ja, Hefeschleier. Ich nenne ihn jetzt mal eher Hefeschleier. Ich halte das mal hier so rein, dass ihr das auch seht. Also das ist jetzt eher weniger eine Hefespirale, sondern eher so ein, ja, Hefenebel oder Hefeschleier, wie ihr dazu mal sagen mögt. Ist jetzt aber erstmal nicht schlimm, der zieht sich schön langsam nach unten. Wie gesagt, meine Einschankkünste sind auch nicht die besten, deswegen wir dürfen nicht jedes Mal eine Spirale erwarten. So. Aber wir können trotzdem was erkennen, das Ganze, das geht in so ein richtig schönes, ja, saftiges Getreidegelb rein, würde ich sagen. Auf der EBC-Skala durchaus ein bisschen heller angesetzt, aber das ist schon mal wunderbar. Karbonisierung erkenne ich da unten, perlt ja in so einer kleineren Perlung und gleichmäßig, genauso soll es auch sein. Heferückstände oder dicke Brocken, die da drin rumschwimmen und flocken, erkenne ich nicht. Also auch von daher alles ist super, aber haben wir ja auch schön Schleudergang gemacht, ne? Also Freunde, was soll ich sagen, das sieht doch mal richtig appetitlich aus. Es macht mir schon wieder richtig Bierdurst, ne? Und aus diesem Grund aber mal sowas von 5 von 5 / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. So, ja, müssen wir noch anschnuppern, ne? Bevor wir dann loslegen. Oh ja. Ja, also was einem sofort in die Nase aufsteigt, das wird die Hefe sein. Also die Hefe bringt hier ganz klar auch wirklich ordentlich Potenzial mit. Da entfalten sich schon die einigen oder anderen Aromen in der Nase. Da freue ich mich gleich, was auf mich zukommen wird. Die Banane kommt auch nicht zu kurz, wobei ich hier nicht von so einer überreifen Banane spreche, sondern eigentlich eher von so einer unreifen Banane. Ne? Das ist dann so die, kennt ihr diese grünen Bananen, wenn die nur so ein bisschen Säure beinhalten? Und eher so riecht es danach, also so nach richtig frischen Banane. Nicht so eine schwarze, ne, die so übersüß schon ist, sondern eher so ganz frisch so. Und die ist auch interessant. Also, ich meine, das Kösslaner ist ja auch extrem hefig, ne, wo ich gesagt habe. Das ist ja so das Grünbara, ne, und auch Kösslaner, das ist ja so, die leben ja von der Hefe. Und hier, das ist nicht wenig. Also, ich sag mal, gefühlt und aus dem Erinnerungsvermögen heraus, würde ich sagen, vom Bouquet her alleine, riecht das hier sogar noch
hefiger als unser geschätztes Turmbräu, wo es war 2017, 2018 und 2019 als Discounter-Favorit hatten, ne? Diese, wo wir mal gesagt haben, Hefebombe. Freunde, es riecht einfach lecker. Also es ist ein bisschen anders, das muss ich ganz klar sagen. Also vom Bouquet her riecht es anders als ein traditionelles Weißbier, was wir aus dem Industriestandard her kennen. Also das muss man ganz klar sagen, da steckt schon ein bisschen mehr Innovation drin. Was hier richtig schön, also doch, ich mag's, ich finde, das riecht gut. Und nun, Freunde, genau, der Antrunk, ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Oh, das ist aber speziell. Hui, Mann. Okay. Ah, das ist aber speziell hier. Der Antrunk. Eieiei. Muss man ja erstmal drauf klarkommen hier auch. Wir haben gerade einen ordentlichen Schluck genommen auch, ne? Ja, fangen wir mal an. Also, erstmal anders. Also, es schmeckt, also es riecht anders, halten wir mal fest, und es schmeckt auch anders. Also, vom Antrunk her, da merken wir schon mal, wir haben es hier mit einem Weißbier zu tun, das sich deutlich vom Industriestandard abhebt. Also, das muss man ganz klar sagen. Wir hatten schon so viele hier gehabt, so aus einer Kleinbrauerei, regionale Kleinbrauerei, Privatbrauerei, Mikrobrauerei, Industriestandard, Discounter. Hier bewegen wir uns auch, würde ich sagen, im, ja, durchschnittlich im Industriestandard. So, aber das ist schon, wo ich sage, ja, das ist schon ein bisschen anders von den Aromen her. So, fangen wir mal an. Attribute, gemütliches oder eher dynamisches Bier? In diesem Fall würde ich tatsächlich auch eher von einem gemütlichen Bier sprechen wollen. Beim Weißbier ist es nicht immer so der Fall. Also es gibt auch Weißbiere, wo ich eigentlich am liebsten immer sage, das ist ein Hybride, sowohl als auch. Ne? Die sind schon frisch, die sind spritzig, erfrischend, aber auf der anderen Seite eben auch sehr aromaintensiv, aber auch gehaltvoll, ne? Auch so vollmundig. Deswegen spricht es ja dann eigentlich eher für ein gemütlicheres Bier, wo man auch ein bisschen, ja, sich Zeit lassen kann. Ne? Was man jetzt nicht so wie so ein Europale mal eben so nochmal wegexen tut. Ne? Also deswegen eher gemütliches Bier. So, nun bin ich gespannt. Also ich will da nochmal ein bisschen reingehen. Das ist hier... Ich finde, das ist unglaublich herb. Also die Hefe mit dem Hopfen... Die projizieren so viel Herbe, dass das ordentlich auf der Zunge liegt. Ne? Also das kommt richtig nach vorne, da wo normalerweise der Malzkörper sitzt und sich präsentiert, gerade bei einem Weizen, kommt hier schon erstaunliche Hefekomponente und auch ja, Hopfenfloralität nach vorne. Also es ist ein sehr hopfiges Weißbier, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel IBU das hat. Ich meine, das ist jetzt kein IBU-Monster oder so, ja. Wir bewegen uns hier, ich vermute mal, so zwischen 12 und 16 IBU etwa. Aber ich habe jetzt nicht geguckt, steht das da drauf? Nee, ne? Nee, steht nicht drauf. Aber das ist, in der Wahrnehmung ist das schon sehr intensiv. Es ist saftig, ja. Bisschen dünn ist es, trotzdem aber saftig, es ist kein Widerspruch. Und irgendwie, Freunde, es ist ein, ich weiß nicht, das ist so, es ist ein bisschen zu speziell für mich. Es ist jetzt nicht unlecker, es ist aber auch nicht lecker. Also es ist ein spezielles Bier, da muss man Bock drauf haben. Also ich finde so, wenn man sich auf ein Weißbier freut, so wie man das kennt, also wenn du das jetzt hier mit, ich nenne es jetzt mal einfach, ne, hauen wir, rotzen wir mal raus hier, und zwar ein Schöfferhofer. So, Paul Lader auch, ne. So, packst du das hier hin oder von mir aus auch ein Franziskaner oder wie auch immer und dann stellst du das daneben, dann wirst du feststellen, naja, das Paulaner, das Schöfferhofer, das Franziskaner, ja, mein Gott, da gibt es schon so ein paar feinere Unterschiede, aber so, das ist so erstmal von der Textur her das, was wir aus dem Industriestandard her kennen. Und dann kommt hier so ein Landskron daher und dann stellst du schon mal fest, okay, das ist ein bisschen anders, ne? Und das ist ein bisschen spezieller durch diese... Ich nenne es jetzt mal wahrnehmbare Hopfenfloralität und dieses ruppige, intensive von der Hefe. Und das ist halt, das muss man mögen. Ne? Also wenn man jetzt so ein Standard-Weißbier haben möchte und dann kriegt man sowas, ich glaube, dann wird man erstmal erschrocken sein, vielleicht auch ein bisschen ja, überfordert. Jetzt haben wir nur ein Problem. Hier auf dem Kanal sage ich ja immer,
Aromaspitzen, richtig lecker. Innovation, Kreativität bekommt von mir meistens immer einen Pluspunkt. Weil in den meisten Fällen, überprozentual gesehen, hat das auch meistens immer positiven Effekt. Auf den Konsumenten, auf den Bierliebhaber, den Biertester, wie auch immer. Und ganz selten geht der Schuss auch nach hinten los. Und das ist in diesem Fall ja. Das ist dann halt so ein Bier, wo ich sage, okay, das geht eher nach hinten los. Aber das ist rein subjektiv, auf mich persönlich bezogen. Es kann sein, dass gerade einer dieses Bier trinkt und sagt so, wow, spinnt der Bier so flatter ein bisschen, das ist doch sau lecker. Deswegen, ich will nicht sagen, es schmeckt schlecht oder es schmeckt gut. Ich will einfach nur sagen, du kannst es trinken. Es ist ein sehr interessantes Bier, aber es ist ein spezielles Bier. Ich finde, es ist ein spezielles Weißbier. Das hebt sich deutlich aus den Standards hervor. Das kann man positiv sehen, das kann man negativ sehen. Ja, das ist eindeutig hopfig. Ja. Ist nicht ganz meins. Wie bewerten wir es, Freunde? Diesmal gebe ich keine 5 Punkte. Ich sag mal so, das ist eine 4-. Ich gebe mal 4 von 5 / 6 möglichen Punkten, allerdings eine 4- oder eine 3+. Sucht es euch aus. Ja, in dem Sinne, Bierseffler ist draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bierseffler.